heute möchte ich euch etwas Neues vorstellen, was ich mir neu gekauft habe. Und zwar die Bushbox XL von Bushcraft Essentials. Das ist die Tasche, sie ist super robust. Sie ist aus Nylon mit Klettverband, Klettverschluss. Hat eine große Tasche oben und eine kleinere Tasche hier unten. Es ist super verarbeitet. Hier hinten hat es noch so. Moment, ich schließe die nochmal. Hier hinten hat es noch so Gürtel. Schlaufen. Oder hier oben halt für den Rucksack oder irgendwo anzuhängen. Echt schönes Ding. Also besser als dieses alte Ding, was aus diesem Leinenstoff gewesen ist. Fand ich nicht so schön. So viel zum Thema dazu. Kommen wir zu dem eigentlichen Ding. Und zwar der Bushbox. Ich leg mal hier, das sind die beiden Einsätze. Dann haben wir den Rost. Dann haben wir die Box. Die Box ist ungefähr 1 cm hoch. 13 cm ungefähr breit. Und 19 cm lang. Genau. Es ist kein Steckhobo, es ist kein Klapphobo. Doch, es ist ein Klapphobo, kein Steckhobo. Und der ist super raffiniert gebaut. Ich gehe mal kurz nah ran. Dann seht ihr diese kleinen Ösen, die hier so umgebogen sind. Und es sind um die 50 Stück. Also es ist ein echt verdammt robustes und sehr, sehr schön gebautes gebauter Hobo. Also ich kann mich nicht beschweren. Das Ding ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Aufgebaut wird es im Prinzip einfach an den Seiten auseinanderziehen. Dann seht ihr hier schon, wie es sich so aufklappt. Und das Schöne daran ist, ich mache es extra gerade so, damit man sehen kann, was hier drinnen sich abspielt. Also, wir haben hier das Rost für die Asche, das Ascherost, was sich hier einhakt in zwei so Nuten. Hier, einmal hier oben und hier unten. Und jetzt kommt der zweite Clou von Bushcraft Essentials, und zwar das Feuerrost lässt sich hier auch einfach nur reinklappen. Und es hat dann hier auf der anderen Seite genauso zwei, hier mal näher ran, auch hier diese beiden Schlitze, wo es dann sich hier so einhaken lässt. Zack. So. Und damit ist die Bushbox schon aufgebaut. Das waren jetzt ohne Erklärungen, würde ich sagen, nicht mal 30 Sekunden. Und das Ding steht fest und wackelt nicht. Genau. Bushbox XL hat einen etwas größeren Feuerholznachwurf, was ich sehr, sehr begrüße, weil diese kleinen, flachen Dinger, wo man dann immer halt so rumfummelt, müssen nicht unbedingt sein. Ich bin damit total zufrieden bis jetzt. Optisch ein Wahnsinnsgerät. Ja, wir werden sehen, wie es sich draußen bewahrheitet, aber ich denke, nach allen anderen Videos, die ich mir schon dazu angeguckt habe, wird es absolut gut sein. Ja, diese beiden Entschuldigung, diese beiden Aufsätze, die sind gedacht einmal hier für oben, um halt ein Gefäß draufzustellen. Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige es euch mal von der Seite. Wir haben hier vier und nochmal vier Einkerbungen, wo die Boxen, wo die hier reinpassen. Also kann man die entweder so hinstellen, natürlich so auf die andere Seite genau das gleiche,
oder beziehungsweise ganz außen für etwas größeren Pot oder halt in die Mitte für, ja, ich habe noch keine Funktion für die Mitte, weil so einen kleinen Pot habe ich nicht. Entschuldigung. Aber ich denke, da wird auch irgendwo Sinn haben. Ich denke, die optimalste Variante ist, Schlitz einen auslatzen und wieder einen Schlitz benutzen. Weil hiermit haben wir eine gängige Größe für die meisten Gefäße. Was wir mit dann noch machen können, ist hier in der Mitte die Schlitze nutzen und das einfach durchschieben. Und so haben wir hier jetzt innen drin im Prinzip das gleiche wie oben. Und da können wir jetzt einen Trangia-Kocher draufstellen und den dann zum Kochen nutzen. Ich zeige euch mal von innen. Sieht dann so aus. Auch hervorragend verarbeitet. Wackelt auch nichts. Und der Trangia-Kocher, der sitzt hier wirklich ziemlich fest drin. Ich habe jetzt keinen dabei. Aber ich bin total zufrieden damit. Und noch eine Sache, ich lasse die jetzt drin stecken. Wir haben ja noch diesen... Ich lasse die nicht drin stecken. wir ziehen sie mal eben raus. Wir haben noch diesen Grillrost. Habe ich ja vorhin gezeigt. Der hat hier an der Seite, ich drehe es mal um, hier und da jeweils eine Nut, wo wir das Rost einlegen können. Und auf der anderen Seite haben wir wieder diese Nischen, wo es dann reinfällt. Das Ganze sieht dann so aus von oben, wo wir dann auch verschiedene Möglichkeiten haben, etwas zu kochen. Ja, das ist die Bushbox XL und den Rest zeige ich euch von draußen.